bin die Frau Büppel und bin ein junges Wesen. Steine Kleinmeißeln. Ich spiele gerne Fußball, ich tue gerne Angeln. Natürlich auch noch zwei Bier vielleicht eine gewisse Leichtigkeit mitbringt und auch glücklich macht. Von Türkei nach nach griechischer Insel heißt Samos, also so mit einem Boot Mittelmeer gefahren und da haben wir Glück gehabt. Ich habe ein paar dumpfe Stunden hinter mir. Jetzt bin ich wieder unglücklich. So unglücklich, ich möchte aus meiner Haut fahren. Vor mir selbst davonlaufen. Noch weiter unten. Nahe an der Verzweiflung. Der Schmerz und die Trauer sind in mir eingekapselt. Zarte Häute haben sich um sie gespannt. Leicht zerreißbare Membrane. Oft spüre ich den Schmerz heftig pochen, sich ausdehnen, die Membrane ausbeulen und mich ängstigt, dass er losbricht. Ich lasse diese Intensität nicht mehr zu. Ich trenne mich vom Schmerz und von der Qual. Ich lasse zu, dass die Wunde, die der Tod mir riss, sich schließt. Mein Leben ist immer noch gut. Und ich erinnere mich an einen schönen Sommertag vor vielen Jahren. Ich ging allein unter den großen Platanen des Tummelplatzes in Scherding. Für den Bruchteil einer Sekunde durchfuhr mich die pure Freude über die Schönheit bis in den letzten Winkel meiner Seele. Da tat sich auf einmal ganz kräftig mein Ich auf und stellte sich in die Welt. Wie schön ist es, dass ich bin. Ich fühlte mich leicht und frei und stark. Und ging schnell. Und ich glaube, damals beschloss ich, glücklich sein zu wollen in meinem Leben. Ich war 12 oder 13 Jahre alt. Und jetzt gerade erlebe ich dieses leichte Schweben des Seins wieder. Ein schöner Tag ist heute. Ja, ein schöner Tag.